Das wäre jetzt im Video. Brille von Filmen, oder? Nein, Apollo, dein Gesicht. Aldi. Fucking fuck, fuck off. Shit, fuck, fucking dickhead. Fucking dick off your fucking vagina of your fucking mother, you fucking piece of fucking bloody hell, shit, man. Alles gut. So. Alles klar. Jetzt dreht sie völlig durch. Fucking fuck shit dickhead vagina fucking off bitch. Weil du gerade live auf YouTube bist. Yeah! Ich kenn dich. Du kennst mich nicht. Doch, doch, doch. Alter doch, das ist der immer so macht. Nein. Nein. Doch, ich kenne dich, du machst YouTube, oder? Vielleicht? Nein, du streamst doch immer. Auf Twitch. Ich mein, hab's gesagt. Alles klar, jetzt dreht er völlig durch. Oh no. Wie heißt du? Ich könnte dir natürlich jetzt den Namen von dem Kanal sagen, aber es kommt drauf an, wie du zu mir bist. Digga, ist das gerade dein Herz? Bist du schwul? Du bist nicht schwul. Sonst hättest du in beiden einen Ohrring drinne, wärst du schwul. Oh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Digga, was? Nee. Yeah. Scheiße, das bist du. Oh no, oh no. Ich erkenne nix. Ja, das bin ich. Alter, nö. Alter. Ich wünsche dir noch viel Glück bei YouTube, Digga. Ich mein, hab ich gesagt? Ja, gut, das hab ich, aber. Ja, Mann. Echt? Ich glaube, ich habe mal ein Video gesehen, wie du mit deiner Freundin im Schwimmbad warst. Richtig? Ja. Ja. Gotcha, bitch! Wahrscheinlich nehme ich jetzt gerade auch auf. Wahrscheinlich ist das gut, wahrscheinlich auch nicht. Ich suche hier ganz spezielle Leute. Vielleicht bist du ja einer davon. Ja, also könnt ihr mir jetzt entweder ein Like da lassen, das ist wahrscheinlich gut oder wahrscheinlich auch nicht, oder? Wahrscheinlich auch nicht. Sollen die Leute das Video liken oder sollen sie es bleiben lassen? Die sollten es liken. Jetzt frage ich mich, möchtest du mal einen richtigen Hasen sehen? Nix. Digga, das bist du echt. Ja, bin ich. Hast du noch irgendwas zu sagen? And you failed! Ich fass es nicht. Alter, du bist Elotrix. Du bist doch Elotrix, Alter. Ich fass es. Oh mein Gott, ich habe Elotrix gefunden. Das glaubt mir kein Mensch. Boah, darf ich ein Foto machen? Bitte, lass mich ein Foto machen. Boah, danke, Mann. Boah, sauber, danke, Mann. Alter, ich habe Elotrix gefunden. Man sieht sich zweimal im Leben. Vielleicht sind es manche auch dreimal. Vielleicht sieht man nicht auf. Ja, nein. Vielleicht auch nicht. Ich vielleicht mein, auch vielleicht. Hab ich gesagt. Ja gut, ich meine, das hab ich aber. Wie er einfach keine Miene verzieht, egal was er sagt, Alter. Ich kenne dich. Ich bin kein YouTuber. Doch, dich kenne ich. Ja, welcher ja. YouTuber? Ja. Ich kenne ja, welcher? Welcher? Commander Krieger. Ja, ich wusste es. Ich wusste es, Junge. Ich wusste es. Wahrscheinlich dumm, Missgeburt. Jetzt hab ich's.
Jetzt haben sie es. Ja! Wahrscheinlich, oder? Ja! Warum, Boys? Warte mal, bist du ein YouTuber, Alter? Ja! Schöne Grüße an all meine weiblichen Fans da draußen, ihr blöden Fotzen. Laber nicht, ich hab euch gefunden. Ja, Mann! Junge, laber doch nicht! Alter! Wie krass ist das denn? Junge! Der linke mit dem blonden ist Tim Gabel und der rechte ist InScope 21. Oh mein Gott. Alter, laber doch nicht. Ich hab euch gefunden. Geil, Junge. Ja, wahrscheinlich, oder? Boah, nein. Warum immer ich, Alter? Warum? Warum? Der meinte, warum? Ich mag Spule immer nicht. Alter, warum macht das eigentlich nicht? Hi. Hi. Hans Entertainment im Hintergrund. Laber doch nicht. Ich hab Hans Entertainment gefunden. Wie geil. Hans Entertainment. Die Junge, er sieht aus. Was ist los? Er sieht aus wie Hans. Ja, wahrscheinlich ignorieren sie mich, ja. Wahrscheinlich. Hat einfach von jedem ignoriert, krieg ich hier irgendwelche Schwänze in die Fresse. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Dann seid ihr YouPorner. Michaela Schäfer und Gina Wild. Nein, bin weg. Nein, Pause. Nein, 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 nein. Lass an, lass an. Lass an, nein. Du lässt das Video jetzt an. Hey, Junge. Sag mir, warum die Leute dieses Video liken sollten. Weil du relativ funny bist. Also abonniert auf jeden Fall der Homeboys. Aus welchem Grund? Weil du einfach die perfekte Scheibe bist. Bruh.